Hi, mein Name ist Stefan, ich bin 29 Jahre alt und ich werde in diesem Video unter Vollnarkose Knochenmark spenden. Wieso mache ich das? Weil das eine der einfachsten Methoden ist, einem Menschen wirklich zu helfen. Wie funktioniert das Ganze? Also zunächst mal muss man sich anmelden, da kriegt man so ein Päckchen mit nach Hause mit so einem Speicheltest. Dann macht man einen Speicheltest zu Hause, schickt das wieder an die DKMS zurück und dann ist man eigentlich schon registriert. Nachdem man registriert ist und es einen passenden Spender gibt, kriegt man eine Rückmeldung telefonisch und per Brief, dass man in einen möglichen Pool der ausgewählten Person für die Spende halt zutrifft. Da muss man eine Blutprobe abgeben, dafür kriegt man von der DKMS ein Päckchen mit nach Hause. Dann mit diesem Päckchen geht man zu einem Hausarzt, der nimmt mein Blut und der Hausarzt schickt das Blut an die DKMS und dort wird das dann mal gründlich untersucht. Das dauert ein paar Wochen und dann kriegt man nochmal eine Rückmeldung. Wenn dann alles passt, wird man eingeladen für eine Voruntersuchung in das Krankenhaus, wo die OP dann stattfinden würde. Los geht's und viel Spaß beim Video! So, jetzt bin ich im Auto auf dem Weg nach Köln zur Voruntersuchung. Diese soll etwa 4 Stunden dauern. Die Klinik befindet sich im Mediapark und da bin ich mal gespannt. Bei so einer Fahrt merkt man schon, ja, jetzt wird es langsam wirklich ernst. Da gehen dann verschiedene Sachen durch den Kopf. Die Frage, ob das Ganze wert ist, kann man sich stellen. Gut, aber schauen wir uns mal die Sachen mal an, die Fakten. Mit einer Knochenmarkspende kann einem Menschen das Leben gerettet werden. Und was ist der Einsatz? Nun, der Einsatz, wenn man sich mal informiert, ist eigentlich kein großer Einsatz. Man muss ein bisschen Zeit aufwenden, ist ärgerlich, ja, aber gut. Die paar Tage, dafür, dass ein Mensch ein glücklicheres, gesundes Leben leben kann, dann kommt natürlich das Risiko. Aber welches Risiko besteht eigentlich dabei? Das Risiko ist eigentlich sehr minimal, gering. Was kann passieren? Ich meine, das ist nur reine OP-Risiko. Alles, was mit Narkose zu tun hat, das ist ein Risiko. Aber das ist so minimal. Und wenn wir als Gesellschaft, als Menschen nicht bereit sind, für einen anderen Menschen dieses minimale Risiko einzugehen, ja, um jemanden das Leben zu retten, dann ja, muss man sich die allgemeine Frage stellen, was macht einen Menschen überhaupt aus? Was macht eine soziale Gesellschaft aus? Und ich für mich persönlich sehe überhaupt gar keinen Grund, das nicht zu tun. Es gibt gar kein Argument eigentlich, kein vernünftiges Argument, keine Knochenmarkspende vorzunehmen. Man muss sich immer einfach vorstellen, was wäre, wenn ich in dieser Situation sein würde. Was wäre, wenn mein Kind oder einer meiner Freunde oder Familienmitglieder in dieser Situation sein würde, die eine Spende brauchen. Ja, einfach sich damit die Frage selbst beantworten. So, endlich in Köln angekommen, Mediapark. Und jetzt bin ich ein bisschen zu spät, jetzt geht's ab in die Klinik. Da bin ich wieder. Mit dem ersten Teil der Voruntersuchung bin ich durch. Also es wurde mir Blut abgenommen, 12 Kanülen. Mir wurde ein bisschen schwindelig, aber ich habe eine Cola zu Stefan bekommen. Mir geht's gut, alles halb so wild, ist ja alles für einen guten Zweck. Es wurde ein EKG gemacht, ich musste so einiges unterschreiben. Ich denke, das ist auch alles halb so wild gewesen. Und Urinprobe musste ich abgeben. Und das war's dann schon. Mir wurde eigentlich alles erklärt, wie das Prozedere der Operation stattfinden wird, wie das ablaufen wird. Ich denke, ich muss mir keine Sorgen machen, die sind erfahren, waren alle sehr, sehr hilfsbereit und vor allem offen für alle Fragen. Ich habe denen einige Fragen gestellt, sie haben alle Fragen zu meiner Zufriedenheit beantwortet und jetzt gehe ich weiter zur Narkosefrau oder Narkosemann, die mir das weiter erklären werden, wie die Narkose funktionieren wird und worauf ich zu achten habe, beziehungsweise worauf die zu achten haben. Und genau, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich dann mit durch bin mit mehr Informationen. So, das Anästhesiegespräch ist durch. Ich bin fertig für heute. Es hat wirklich so ungefähr 3, 3,5 Stunden alles gedauert. War alles easy. Und jetzt geht's nach Hause. Ich habe heute erfahren, ich muss mir ja gar nichts spritzen, so wie bei dieser Blutgeschichte 4 Tage vor der Operation. Also ich checke einfach eine Nacht vorher ein und am Morgen ist die OP, dann bleibe ich noch eine Nacht und dann ist auch die Entlassung, aber später dazu noch mehr. So, bald ist es soweit, morgen ist die Knochenmarkspenden-OP und ja, bin ich mal aufgeregt, was jetzt alles passiert. Ich werde euch später nochmal kurz vor der OP noch einen Bericht erstatten und natürlich auch nochmal danach.
So, man hat mich jetzt nochmal gecheckt, ein bisschen Blutdruck gemessen, eine kleine Blutprobe entnommen. Gleich kriege ich ein Zimmer zugewiesen. Morgen früh um 9 ist bereits der Eingriff. Ich habe ein bisschen Freizeit, nachdem man mir das Zimmer zugewiesen hat. Das heißt, man kann sich noch ein bisschen hier Köln anschauen, wenn man möchte. Und wenn alles glatt läuft, werde ich schon übermorgen früh entlassen. Guten Morgen. Ja, gleich ist es soweit. Mein Zimmergenosse wurde schon abgeholt. Der ist jetzt im OP-Saal. Und ich muss gleich duschen gehen, mir die Thrombosestrümpfe drüber ziehen. Und ich denke mal, so in einer Stunde wird es losgehen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber alles in Ordnung. Melde mich dann nach der OP. Da bin ich schon wieder. Nur 7 Stunden nach der OP sieht man, dass es mir gut geht. Ich spaziere hier schon im Cinedome am Mediapark in Köln rum. Und es fühlt sich halt an, als ob man sich wirklich irgendwo gestoßen hätte, wie ein stumpfer Schlag. Aber auch nur irgendwie auf der rechten Seite. Es ist nicht so schlimm. Ich kann gerade gehen, ich kann mich hinsetzen, ich kann liegen. Es ist alles wirklich halb so wild bisher. Und morgen werde ich ihn lassen. Aber dann später mehr Informationen dazu. Schlimmer als der ganze Rest, ne? Ja. So. What up? I'm that junior Huey Hefner. Mr. Upper Wester, dropping knowledge on professors. I acknowledge all the petty predecessors. Plenty from my thoughts, plenty Lincolns you can measure. Break the measure, up into a million words. My language arose at a stone and killed a billion birds. Wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt 2 Wochen nach der OP wieder zu 100% fit. Also Leute, Daumen hoch für die Knochenmarkspende, lasst euch typisieren und rettet damit Menschenleben.